Wir verbringen jetzt eine Woche eben hier in Ankara mit den Studenten und reisen dann gemeinsam über die Osttürkei mit dem Bus nach Erivan und werden dort auch eine Woche sein. Es geht also nicht um die große Politik, geht es auch natürlich. Wir sprechen über den Völkermord an den Armeniern. Aber wir sprechen vor allem über die Dinge, die uns bewegen, die mit uns, mit unserem persönlichen Leben zu tun haben. Wir sind da draußen in die Stadt und haben uns eben ein paar Monumente, Denkmäler und wohlträchtige Orte angeschaut. Also für uns war wichtig, einfach als Organisatoren zu vermitteln, dass beide Staaten sehr nationalistisch auftreten und dieser Nationalismus auch sich stark auf die Identitäten auswirkt. Und eben, dass man das ein bisschen hinter sich lässt. Ich habe erwartet, dass also Ankara die Stadt würde besser aussehen als die anderen Städte. Die Bevölkerung ist sehr nett, sind die sehr nett, das gefällt mir sehr. Ich habe das nicht erwartet. Können Sie Türkisch? Verstehen Sie Leute? Ein bisschen, einige Wörter nicht. Wir haben ähnliche Essen, also Speisen. Ja, das habe ich ja auch. Und so kochen wir auch sowas. Und ja, wir müssen nicht sagen, das ist mein Gericht und das ist dein, sondern ja, wir haben was Gemeinsames. Und woher kommt das? Weil wir Jahrhunderte lang so zusammengelebt nebeneinander gelebt haben. Ja. Und wir haben auch viele ähnliche Wörter. Also in Armenien, das ist umgangssprachlich, aber man nutzt es. Aber die beiden Sprachen haben eigentlich nichts gemeinsam, oder? Nein. Armenisch ist kein Türkisch. Aber wir haben viele Wörter, die sehr ähnlich sind. Armenische Sprache und türkische Sprache gehören zu verschiedenen Sprachfamilien. Genau. Ja. Was ist eigentlich die armenische Sprache für eine Sprache? Indoeuropäische. Indoeuropäische auch, ja? Ja. Okay. Die Satzbildung oder Wortbildung ist sehr ähnlich dem Türkischen. Also es, genau. Es gab eine Vermischung schon. Also agglutinieren, das Türkische. Zum Teil auch, ja. Also es ist auch immer noch eine flektierende Sprache, ja. Aber mit aktivierenden Ansätzen, sehr starken. Ich denke, dass wir schon ganz nah sein müssen. Zum Beispiel, am meisten möchte ich gerne die Sprache von Armenien wissen. Ich denke, dass wir die Sprache von unseren Nachbarn wissen sollen. Also das muss in der Schule schon gehen. Wir haben den Eindruck als Organisatoren, dass es hier unter den jungen Teilnehmern einfach ganz gut klappt. Dass Interesse besteht an der anderen Gruppe, an dem anderen Land. Dass unser Vorhaben ganz gut funktioniert.